verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich in der Malerkapelle am Alm im Namen des Förderkreises Malerkapelle zu unserer Ausstellung Haut. 10 Künstlerinnen und Künstler haben sich zusammengefunden und das Thema bearbeitet. Ich sage ein paar Takte dazu zu der Ausstellung, aber das Hauptreferat wird halten Professor Dieter Welzel, über ein Vierteljahrhundert lang Direktor der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Es ist mir eine besondere Ehre, heute Herrn Bürgermeister Alexander Hoppe begrüßen zu dürfen, den Bürgermeister der Stadt Königswinter. Unsere Haut ist eine Schutzhülle für unsere inneren Organe und Schutz vor der Außenwelt. Wenn ich nun in einer solchen künstlerischen Arbeit eine solche Schnittstelle zeige, in der eine Rasierklinge wie auf einer geraden Linie in die Haut schneidet, dann spaltet sich die Haut auf, es entsteht eine blutende Wunde. Und diese Schnittstelle wird durch die Kunst für uns ein Fragezeichen. Was bewegt innerlich eine junge Frau oder ein Mädchen, sich selbst zu verletzen? Vielleicht, um sich, wenn auch schmerzhaft, intensiver zu spüren. Oder vielleicht sogar aus einem Schmerzlustgefühl. Ich vermute eher, es ist ein Ausdruck eines inneren, körperlichen und seelischen Leidens, was sozusagen an die Oberfläche, an die Haut dringt. Performances stattfinden. Die eine von Iris Selke, die dort rechts schon steht, das ist schon Teil der Performance, dass sie hier steht. Und eine zweite von Sandy Buhr, die dort im hinteren Raum stattfindet. Das Leben ahmt die Kunst mehr nach als die Kunst das Leben. Ich wünsche einen schönen Abend.